Moins und Pamarillos, mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen auf Disrespect. Heute gucken wir leider nur eine Runde von Mr. Incredible, weil Agumon leider wohl nicht eingereicht hat. Zumindest ist da ein X dahinter und ich habe auch die Runde nicht gefunden. Was ich ein bisschen schade finde, weil Agumon würde ich feiern, weil Digimon habe ich gefeiert früher. Aber Mr. Incredible sagt mir auch ein bisschen was. Habe ich aber trotzdem noch nie geguckt, den Film. Ist der empfehlenswert? Schreibt es mal in die Kommentare. So, schauen wir uns mal. Ich finde es einfach witzig, dass Cheshire so ein Gaming-Logo hat, Alter. Es sieht aus, als wäre er so ein Twitch-Streamer. Und der Hauptsache macht er so das I von dem Incredible-Typ hin. Witzig. Aber Cheshire, schreibt mal in die Kommentare, was ist das für ein Tier? Was soll das sein? Also, wie kommst du darauf? Sieht aus wie Gamescom. Es ist Mr. Wo ist es? Ist es Gamescom? Nee, die Gamescom ist im August. Incredible, habe die Ehre. Waluigi dachte kurz, das ist der Hamburger. Witzig. Doch ich muss euch enttäuschen, weil es keine Hamburger gibt. Aber lecker Dino-Steaks auf kleiner Flamme gegrillt. Aber was bist du denn für ein unförmiges Häufchen Elend, dessen Namen Dimensionen näher Gorilla-Pranken ähneln? Willst du einmal in deinem Leben paar Liegestütze machen, sind die Handflächen am Boden und du stehst immer noch gerade. Und Ich muss dafür ja mal jetzt mal Props an Cheshire raushauen. Der Typ hat so dicke Cojones, dem ist scheißegal, wo er Videos dreht. Ich weiß noch früher, als ich noch gerappt habe, also am Anfang, so die ersten Jahre oder sagen wir, das erste Jahr zumindest, war mir das übelst peinlich, auch so einfach in der Stadt zu drehen oder auch irgendwie, selbst wenn da wenig Leute waren, war mir das peinlich, das zu drehen. Das war auch noch so eine andere Zeit, fand ich, heute mit dem Internet und so. Jeder ist gewohnt, dass man irgendwie, weiß ich nicht, Vlogs dreht oder irgendwie TikToks dreht oder sowas. War jetzt letztens in Holland auf dem Campingplatz. Da waren auch ein paar Mädels, die haben einfach da auf dem Campingplatz TikToks gedreht. Und während die Älteren noch gesagt haben, hör, was machen die da, war das so, jo, die drehen halt TikTok so. Juckt halt keinen mehr. Aber das finde ich halt geil, dass er sich in so ein Kostüm steckt mit so einer Marvel-Unterhose, Alter. Und dann auf irgend so einer Messe. Was ist denn das für eine Messe? Ja, da irgendwie sein Rap-Video dreht, seine SRB-Runde. Feier ich. Auch dein Kopf zum Mann-Verhältnis ist schon ziemlich bitter. Dein Bild im Lexikon, bei große Klappe, nix dahinter. Ich bin stark, so wie Superman. Du erinnerst mich an Porsche-Fahrer, große Schnauze, Stummelschwanz. Das hier Ich habe jetzt überhaupt nicht auf die Lines gehört. Lass mal ein bisschen nach hinten kommen hier. ist der Hamburger wäre, doch ich muss euch enttäuschen, weil es keine Hamburger gibt. Aber lecker Dino-Steaks auf kleiner Flamme gegrillt. Aber was bist du denn für ein unförmiges Häufchen Elend, dessen Namen Dimensionen näher Gorilla-Pranken ähneln? Willst du einmal in deinem Leben paar Liegestütze machen, sind die Handflächen am Boden und du stehst immer noch gerade. Und auch dein Kopf. Ist der Beat eine Anspielung auf hier die Incredibles? Wenn ja, finde ich das, feiere ich das. Ich finde den Beat an sich auch sehr passend zu dieser Runde. Zum Mann-Verhältnis ist schon ziemlich bitter. Dein Bild im Lexikon, bei große Klappe, nix dahinter. Ich bin stark, so wie Superman. Du erinnerst mich an Porsche-Fahrer, große Schnauze, Stummelschwanz. Das hier eben würde ich nennen, wäre ziemlich Panne. Du bist das I im Pixar-Logo und ich bin die Lampe. Heißt, du kriegst dir Punch auf Punch, fängst alles mit deinen Armen ab und brauchst dann einen Handverband. Bist du zu groß geraten, ist Zippo aus, siehst wie das Agumon aus Data Squad. Incredible, incredible. Keiner hat eine Chance gegen Mister. Incredible. Geil. Also die Hook an sich, ich würde es ein bisschen noch zu trashig. Melodie war aber an sich ganz geil und das passt halt super gut zu Mr. Incredible. Und in dem Video, also das Video feiere ich auch mega, das ist so eine coole Idee, auf so einer Messe da zu drehen, vor allem mit den ganzen anderen Figuren. Es ist halt auch einfach, es macht einfach Bock zuzuschauen. Und das ist so das Ding, was halt so ein Battle-Rap-Turnier machen soll. Das bringt dir nichts, wenn die Leute 10-Minuten-Runden raushauen, wo du nach 5 Minuten denkst so, yo, eigentlich guckst du es nur zu Ende, damit du es gesehen hast, aber es unterhält dich nicht. Und hier merke ich, wenn eine Runde geil ist, dann sind das die Runden, wo ich nicht drücke. Ja, okay, es kann zweierlei sein. Also, wenn ich nicht drücke und keine Pause mache, dann kann es sein, dass es übelst lame ist und halt einfach gar nichts gibt. Oder es kann sein, dass ich so fasziniert bin, dass ich halt einfach das sehen will. Und das ist gerade hier so der Fall. Also, da hinten trägt der Typ noch so einen fetten Yoshi rum. Also, ich finde es halt einfach cool, super unterhaltsam. Ja. Und die Lines finde ich auch sehr gut, aber nicht so gut, dass sie mich übelst wegflashen.
Das sind sehr viele Anspielungen dabei. Das ist generell so ein hohes Basic-Niveau, aber sind wenig mega krasse Highlights. Es begab sich damals in den 90er Jahren. Bandai schaute verschwitzt auf Game Freaks Notizen. Kann ich abschreiben bei deinen Hausaufgaben? Ja, okay, aber mach es nicht so offensichtlich. Das ist cool, das ist eine coole Metapher, geil. Was machst du bitte in einem Battle, ey, du Wacker Dulli? Ich hab jahrelange Punch-Erfahrung, du bist Level Rookie. Ich hab da eine Frage an die Scheißopfer. Wenn ich deinen Partner schlage, bin ich dann ein Thai-Boxer? Deine Teil, das ist eine Highlight-Line, ein Thai-Boxer, sehr geil. Oh, ich hatte früher so viele Digimon-Sticker. Oh, ich habe Meramon immer gefeiert oder Skull Greymon oder Devimon oder Angemon. Also es gab schon geile Digimons, Alter. Was passiert, wenn du damit vor einem Flugzeug stehst? Kinder in der digitalen Welt, warte, Abbruch. Ist das ein Isekai? Sag mal, kennst du Drakkun? Du bist ein Tamagotchi-Abklatsch. Ey, komm, aus der Spar und langweilig digitierst du zu Greymon und digitales Monster. Alter, das ist ein Cosplay, Junge. What the fuck? Ich kenn mich nicht aus. Heißt das einfach, du hast einen Reddit-Account? Incredible, incredible. Keine hat eine Chance gegen Mr. Incredible. Das ist doch so ein Star Wars, so ein Wüstentyp da. Ne, wie heißen die denn? Incredible, incredible. Geil. Jeder wird im Battle vernichtet. Du darfst Incredible Battle, was deine Ehre, du Clown. Du lebst einen Traum und du wirst sehen. Es wird geschehen, ich werde siegen. Glaub daran. Geil. Fantasy Basel. War das das? 26.05. Oh, also, ah, die ist ja schon echt lang her. Stars Show Artists Action. The Festival for Movie, Game, Cosplay and Comic Fans. Swiss Comic Con. Aha. In der Schweiz, Alter. Krass. Lass mal Kommentare gucken. Erstmal Däumchen hoch hier. Geil. The Incredibles ist einfach mein Lieblingsfilm. Ich muss den mal gucken. Ich liebe alles. Das ist einfach unglaublich. Kein Wortspiel beabsichtigt. Video wie erwartet super stark. Evoli mein Leben. Neben seiner Kampfentwicklung. Schöner Convention-Vlog, mein Lieber. Dieses Video ist ja so großartig. Wie der sich einfach Luigi, Waluigi, Mario, ein Stormtrooper, ein Wrestler, ein Gladiator, Spider-Man, Deadpool, eine weibliche Akatsuki-Memberin, Falkenauge, Mihawk, Detektiv Pikachu, Midoriya, Izuku, Aijiro, Kirishima, Loki, Thor, Catwoman, ein Orc aus Warcraft, Harry Potter, ein Attack on Titan, Freiheitskämpfer, ein Squid Game Viereck, Asuna Pain, Itachi, Conan, Daidara, Sansori und Tobi als Statisten im Hintergrund klärt. Alter, wie kannst du das alles kennen, du Freak? Berf, Alter. Ja, witzig. Ich liebe dich, sagt Dustin. Ja, krass. 25% Blackfacing. Oha. Ja, ich feiere es. Ja, verdient in der nächsten Runde, würde ich sagen. Props gehen raus an Cheshire. Jo, schaut mal hier auf der Seite, findet ihr die anderen Let's Watches noch zu den anderen Runden. Ja, und ich gucke mir jetzt noch das letzte Battle an. Reingehauen und Stay Pam. Ciao.